Und weiter geht's mit Dragons Aufstieg vom Berg. Als erste schicken wir wie immer unsere Drachen neu los. Oh cool, wir haben hier noch Material gesammelt. Dann holen wir uns gleich mal die Runen. Jetzt haben wir 420. Oh, den schicken wir Fische holen, den hier auch gleich. Der kann auch gleich nochmal losflattern, ein bisschen Holz holen. Genauso wie unser Hackadu und unser Holzklau. Jetzt gucken wir hier unten, unseren Schockrachen schicken wir gleich zum Fisch holen. Genauso wie den riesenhaften Albtraum. Da ist Sturmpfeil und unser tödlicher Nada auf Level 37. Jetzt switchen wir hier rüber, gucken einfach mal und schicken unsere Drachen hier nochmal neu los. Weil, wie ihr wisst, Material ist hier in dem Spiel das Wichtigste, was es gibt. Gut, jetzt haben wir 1,2 Millionen Holz und 1.071.000 Fisch. Oh cool, unsere Akademie ist frei. Da können wir jetzt erstmal ein paar Drachen hinschicken. Da würde ich sagen, nehmen wir uns den... Der tödliche Nada wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, dann machen wir auch gleich den Pimpik einfach mal auf. So, hat gerade so gereicht, wie ihr seht. Jetzt schicken wir den gleich zum Training. Jetzt gucken wir, ob wir hier noch einen haben, den wir gleich zum Training schicken können. Ah, sieht glaube ich ein bisschen schlecht aus. Ne, den hier, den können wir schicken. Dann holen wir den zurück und schicken den auch zum Training. Jetzt haben wir, ist unser Material natürlich ganz schön geschrumpft von der Masse her. Aber das ist halb so wild. Dafür ist es ja da. So, den schicken wir nochmal los, Fisch holen. Ah, den können wir noch nicht. Ah, den hätten wir auch pimpen können. Naja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ist egal. Holz können wir nicht mehr holen. Können wir mal gucken, ob wir noch einen mit zum Fisch holen schicken können. Nee, das ist auch voll, also betet voll. Gut, unsere Akademie ackert weiter. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Meine Nada sind beim Training. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Hier brauchen wir noch 4 Stunden. Hier ist das Event. Hier können wir den Regenschneider oder den Poch kriegen. Zwei geniale Drachen. Also die haben halt echt auf Tasche. Ich hoffe, ihr kriegt die. Wenn ihr einen von den Bären bekommen habt, schreibt mal in die Kommentare welchen und wie ihr den findet. Und außerdem würde mich mal interessieren, was da so in den letzten Bären-Events abgeräumt habt, welche Drachen ihr bekommen habt. Könnt ihr einfach mal reinschreiben. Gut. So, unsere Drachen sind wieder on Tour, machen Action, sammeln Material. Außerdem habe ich jetzt hier mal mein Sägewerk freigeschalten. Oder das ist auf jeden Fall aufgewertet. Wir können jetzt hier einen Drachen hinschicken. Genau das gleiche mache ich jetzt hier in der Fischhütte, dauert an und 23 Stunden. Insgesamt waren 24 Stunden, hat auch 1,75 Millionen Holz gekostet, glaube ich. Also war auf jeden Fall ganz schön teuer, aber lohnt sich ja auch. Gut, soweit sind wir erstmal wieder durch. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Wenn ja, dann vergesst das Abonnieren nicht und teilt. Bis dahin, haut rein, ciao.